neuen Welle 2018 in der Freiheitshalle München habe ich wundervolle Damen getroffen. Manchmal sind sie Engel, aber sie haben mir verraten, manchmal sind sie auch Teufel. Engelsgleich, herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, also ich möchte dann hier schon erwähnen, dass ihr euch auch manchmal gegenseitig derart foppt, dass man nicht glauben könnte, dass ihr zusammenarbeitet. Oh doch, das gehört dazu. Das macht eine gute Zusammenarbeit doch aus, oder? Ja, das denke ich auch. Man sagt ja immer, was sich liebt, das neckt sich. Und wir lieben uns einfach besonders. Wenn sie das so sagt, muss das vielleicht stimmen. Dann muss das stimmen. Wir nehmen das jetzt einfach mal so an. Ihr seid ja eigentlich bekannt geworden dadurch, dass ihr der Hochzeitschor schlechthin seid. Ne? Du bist die Gründerin, Mani. Wie kamst du dazu oder wie kamst du auf diese Idee? Also, es ist ein bisschen komplizierter. Schuld war... Wir haben Zeit. Okay, Schuld war ein besoffener Weihnachtsmann. Jetzt ehrlich, oder? Ja, ehrlich. Ein Center-Manager hat mich auf meiner Abschlussprüfung gesehen. Ich bin Sängerin und ist ja klar eigentlich. Kann man das rausschneiden? Egal. Also auf jeden Fall, ich bin Sängerin. Und er hat mich auf meiner Abschlussprüfung gesehen in Hamburg und hat gesagt, Mani, ich möchte dich haben und deine Band. Und ich sagte so, ja, ich und meine Band, wir sind da in 2 Wochen. Es gab natürlich keine Band. Es war ein Jubiläumsfest und er fand es so großartig, dass er danach gesagt hat, Frau Aramruck, Weihnachten, ich habe ein Problem, ich brauche einen Weihnachtsmann. Der letzte Weihnachtsmann war besoffen. Der letzte Weihnachtsmann war besoffen und musste vom Hausmeister aus seinem Weihnachtsmannkostüm rausgehievt werden. Er war voller Glühwein und war der Kinderschreck schlechthin. Und hat gesagt, ich kann mir so ein Fauxpas nicht nochmal dieses Weihnachten erlauben. Hast du nicht einen Weihnachtsmann für mich? Und habe ich gedacht, Moment. Ich bin jetzt nicht groß und dick genug, um ein Weihnachtsmann zu sein, aber ich könnte ein Engel sein. Und dann habe ich mir eine Studienkollegin geschnappt und dann sind wir aufgetreten zu Weihnachten. Und unser Konzept war, sing mit uns ein Weihnachtslied und du bekommst Schokolade geschenkt. Und wir haben gemerkt, wie die Leute reagiert haben. Sie haben geweint, sie haben uns Geschichten erzählt, die man eigentlich einem Fremden nicht erzählt, aber einem Engel. Und ich habe halt einfach gemerkt, bei mir kam einfach der Wunsch auf, dass ich sagte, warum nicht eigentlich ein Engelchor für Hochzeiten? Es gibt Gospelchöre, aber wir, ganz im Ernst, wir sind in Deutschland und Gospel ist die Lebensfreude, die wir so lieben. Aber Gospel ist nicht unsere Kultur. Und ich dachte einfach, ja, Engel wäre doch ein schöner Aufhänger, etwas Romantisches, was einfach die Liebe zweier Menschen gut unterstreichen kann. Und so ist Engelsgleich entstanden. Der Weihnachtsmann ist schuld. Der Weihnachtsmann ist schuld. Ich kann ja auch aus eigener Erfahrung unterstreichen, dass es etwas Besonderes ist, auf Hochzeiten einfach aufzutreten. In den meisten Fällen berührt es einen. Wie ist es bei euch? Also könnt ihr euch da emotional ein bisschen abschirmen oder trifft es euch jedes Mal ins Herz? Es trifft, also ich muss wirklich weggucken. Ich gucke meistens, wenn die Braut reinkommt, gucke ich, oh, das Kleid, wunderschön. Und dann, sobald es zum Gesicht geht, gucke ich weg, weil ich kann mich da emotional nicht von abschotten. Und ich gucke weg und singe einfach in die Ferne, weil sonst kommen ja auch die Tränen. Also es ist nicht so einfach, sich da abzukoppeln. Ja, bei dir auch. Ja, doch, total. Es ist schon wunderschön, auch wenn man dann die Leute weinen sieht oder sieht, da kommen Tränen, weiß man, okay, man hat seinen Job erfüllt. Das ist einfach das Schönste, zu wissen, okay, es berührt, es kommt an. Und den schönsten Tag des Hochzeitspaars zu begleiten, schön. Vor allen Dingen, man hat immer mit etwas Positivem zu tun, mit einem positiven Thema. Jetzt ist es ja so, ihr habt in der Vergangenheit immer bekannte Songs gecovert. Aber das Einstellungskriterium bei euch ist ja ziemlich hart, wie ich so gelesen habe. Man muss kochen können, stricken können, man muss steppen können, man muss aus einer Fimo-Masse den Weihnachtsmann formen können. Man muss klug sein. Vielleicht. Ja, aber vor allen Dingen muss man... Sie haben eine Ausnahme gemacht bei mir. Du hast nicht alle Kriterien erfüllt, aber du sahst so gut aus, haben sie gedacht, die müssen wir haben. Das waren meine Haare, das waren die Haare. Ich dachte es mir schon, ich dachte, was will die Frau mit den vielen Haaren? Sie kann mir doch etwas geben. Kann man kaufen? Du hast doch tolle Haare. Ja, dank Ivanka. Wir schwenken jetzt nicht ganz auf sie, aber Ivanka ist die Heldin des Tages immer. Man muss es auch mal sagen. Du bist angenommen. Ah, danke, echt. Aber also ich habe zwar ein Musikstudium vorzuweisen, weil ich habe gelesen, man muss ein Musikstudium haben, aber kein Gesangsstudium. Also was zählt jetzt, Gesangsstudium oder Musikstudium?
Das hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte immer ein Gesangsstudium angefragt. Aber wir können das natürlich auch erweitern. Nein, für mich ist wichtig, dass Musik die Priorität ist. Musik muss dein Herz schlagen. Das ist einfach total wichtig. Dann musst du natürlich auch gesanglich eine Qualität mitbringen. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, ist die Harmonie im Team. Wir haben halt so ein engelsgleich Spirit, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an und für Leute vielleicht ausstehen dann etwas merkwürdig an, aber... Da muss ich mobben können. Nein, es ist einfach so, es muss eine Gruppendynamik da sein. Du musst als Sängerin bei Engelsgleich für den Gruppenklang dich gerne zurücknehmen wollen. Weil wenn in einem Orchester jeder die erste Geige spielen möchte, dann klingt das Orchester vielleicht nicht so gut, sondern sehr laut. Ja. Wir zicken nicht rum. Also es ist, jeder foppt sich mal, richtig. Aber liebevolles Foppen. Aber das Zicken, was halt, ich meine, wir sind 32 Sängerinnen auf drei verschiedenen Standorten und wir mögen uns alle. Also es ist wirklich so, kann ich jetzt von mir sagen, ich weiß nicht, wie es die anderen empfinden, aber es ist so, dass man wirklich mit jedem klarkommt und es macht Spaß und es, okay, sie mag mich nicht. Sie mich glaube ich auch nicht. Ja, aber ich kann das verstehen. Ich meine, so viele Frauen haben Gezicke. Ja, toll. Ich meine, ihr habt da jetzt auch wahnsinnig viele Views auf euren Videos auf YouTube. Ja. Und ich nehme mal an, das wird einer der Gründe gewesen sein, warum ihr euch einen Plattenvertrag an Land gezogen habt. Und ihr habt auch jetzt euer Album veröffentlicht. Zwischen Himmel und Erde. wie es bei Weltbild leider kurz online war, zwischen Himmel und Hölle. Kann man sich aussuchen. Ja, ist jetzt auch nicht so weit weg. Erde und Hölle. Eine Etage tiefer. Wer hat das nicht schon mal erlebt? Man steigt in den Fahrstuhl und plötzlich ist man in der falschen Etage. Ja, ist mir auch schon mal ist mir mal passiert. Passiert öfter. Erzählt uns doch ein bisschen über, mir, über das neue Album, über das Debütalbum. Was darf man so erwarten, außer eure wundervollen Stimmen natürlich? Es ist ein Album, das alle Gefühlslagen durchlebt. Es hat Positives, es geht in die Trauerrichtung. Ne? Jeder pickt so seinen Song raus, der genau für seinen emotionalen Punkt im Leben gerade passt. Ob das jetzt Trauer, ob das Freude ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das ein Kind ist, ob das was auch immer einen gerade bewegt, ist da drin reingepackt. Es sind 4 eigene Songs mit dabei, die hauptsächlich auch Mani mitgeschrieben hat von uns und die anderen sind gecovert, aber alles ist auf Deutsch. Also es sind auch ein paar Songs dabei, die man vielleicht aus mit englischer Sprache kennt und dann denkt so, oh, der kommt mir aber bekannt vor. Aber welcher Song ist denn das jetzt? Also ging mir tatsächlich selber schon mal so, dass ich das Album gehört habe und dachte so, okay, welcher Song war? Da ist es wieder, ne? Also weil man so sein eigenes draus, wir haben unser eigenes draus gemacht, obwohl es ein Song ist, der weltbekannt ist. Na? Okay, das klingt schon mal gut. Jetzt habe ich auf eurer Website noch gesehen, ihr habt auch ein total wundervolles Lied gecovert, das im Zeichen der Liebe steht. Also mit einer Hand kriege ich ein Herz nicht so ganz hin, aber ich kriege die eine Hälfte hin. All You Need Is Love. Ist es für euch so ein Lieblingslied? Also die Beatles sind schon, also für mich persönlich, ich finde die Beatles haben einfach ganz großartige Songs geschrieben. Ja. Sie sind auf eine gewisse Art und Weise einfach und doch wieder so eingängig und wunderschön. Und All You Need Is Love haben uns zum Anlass gegeben. Wir haben tatsächlich eine Probenwoche gehabt und einen Tag, wir waren ja so fleißig und so schnell. Und von 5 Tagen hatten wir dann aber irgendwie nach 4 Tagen unser ganzes Pensum geschafft und wir gedacht, Moment mal, nächste Woche ist Valentinstag. Und dann kam uns die Idee nochmal, All You Need Is Love zu covern und dann haben wir uns vor die Leinwand gestellt und das tatsächlich auch selber gefilmt und zusammengeschnitten und das alles gemacht. Eine Hauruck-Aktion. Hauruck-Aktion, genau. Aber das sind manchmal die besten Aktionen, oder? So ist es. Total. Sehr schön. Was passiert bei euch jetzt in der Zukunft? Was steht an? Wo wollt ihr hin? Ja, wo wollen wir hin? Auf die großen Bühnen Deutschlands. So, also... Genau, also das ist noch das Ziel. Wir wissen noch nicht genau, ob es klappt oder nicht, aber darauf arbeiten wir gerade hin, dass es auf Tournee geht, Deutschland, Österreich, Schweiz erstmal. Ja. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann
ganz enges gleich. Ja, am liebsten dann dieses Jahr auch noch ein neues Album. Aber das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen und wir lassen uns überraschen, was alles so auf uns zukommt. Ja. Wunderbar. Go with the flow. Ja. Einfach fließen lassen. Richtig, es kommt schon alles, wie es kommen muss. Deshalb sind wir hier ja auch bei der neuen Welle. Ne? Ladies, es war wunderbar mit euch. Vielen Dank für eure Zeit. Viel Spaß hier noch bei der neuen Welle und bis auf ein Wiedersehen. Auf ein engelsgleiches Wiedersehen. Genau. Tschüss.